Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Wie ich angekündigt habe, habe ich den letzten Aktivposten gesucht gehabt und ganz ehrlich gesagt, ich habe den sogar relativ schnell gefunden gehabt. Zufälligerweise. Aber ja, hier ist er. Und ich nehme mal an, dass es einfach ein Wrack ist. Ja, ist es auch. Gut. Das war's mit der Radar. ÜLG-Sprung erfolgreich. Na, RIP. Das Anfangssystem haben wir jetzt noch. Da haben wir ja sogar schon eins gefunden. So, das dürften auch wieder Treibstoff sein, nehme ich mal an. Damit sind wir wieder voll. Sehr gut. Und irgendwo müsste noch irgendwas sein. Ja, der hier? Ja, der hier. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier noch finden werden. Wo ist es? Da ist es. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Und wir bekommen ein Kriegsaktivposten Jupiter-Abhandlung. Sehr gut. Ihr kriegt mich nicht. Ich mache nämlich jetzt einen Massenportalsprung. Und zwar direkt wieder zur Citadel. So, dann geht's wieder ins Labor zurück. Mal sehen, was es jetzt hier wieder Neues zu entdecken gibt. Hallo? Anne? Sind Sie hier? Ach, die Arme. Sie kann einen echt leid tun. Anne? Oh, Commander. Ja, tut mir leid. Es ist nur... Das ist schwer. Natürlich. Sind Sie in Ordnung? Ja. Nein, ich weiß es nicht. Mein Vater und ich konnten einiges nicht mehr klären. Ein Streit? Ja, über etwas völlig Banales. Eine Meinungsverschiedenheit, wie man einige der Exemplare aufbewahrt. Ich habe mich wegen was anderem geärgert. Ich weiß nicht mehr was. Und es dann an ihm ausgelassen. Es war so dumm. Ja, aber so ist es leider meistens. Schon gut. Ich kann später wiederkommen. Nein, bitte. Schon gut. All das wiederzusehen. Er war wie besessen. Manchmal fast wahnsinnig. Ich hatte keine Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Das Gefühl hatte ich manchmal auch. Er war ein großartiger Mann. Ein Pionier. Aber er konnte sehr distanziert sein. Als Kind hatte ich oft das Gefühl, ich würde ihn nur stören. Das klingt wütend. Ich war auch wütend. Und bin es noch, glaube ich. Aber manchmal war er voller Geschichten. Er wäre fast geplatzt. Dafür habe ich ihn geliebt. Und deswegen habe ich diesen Beruf ergriffen. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Wir finden die Lösung. Unbedingt. Ich muss wissen, was am anderen Ende des Artefakts ist. Wofür er gestorben ist. Werden Sie wütend? Was ist denn das für eine Aussage? Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind unsere letzte Chance. Sie haben recht. Ich sehe die Arbeit meines Vaters durch. Mal sehen, was ich finde. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Anne, sind Sie dazu wirklich in der Lage? Ja. Als Leviathan mich kontrolliert hat, war ich an einem kalten und dunklen Ort. Aber mein Vater hat mich gelehrt, niemals Angst vor der Dunkelheit zu haben. Okay.
mit N Rädern. Dann machen wir das doch mal. Ja, es ist echt nicht einfach, was da los ist. Ich hoffe, sie kriegt es hin. Und ich hoffe ja, dass es ihr bald wieder besser geht. Ich bin immer noch erstaunt, wie es ihrem Vater gelungen ist, ein Stück von einem Reaper in die Hände zu bekommen. Er war deswegen sehr aufgeregt. Ihre Behauptungen bestätigen die Arbeit vieler Jahre. Haben Sie geeignete Schritte unternommen, um eine Indoktrination zu verhindern? Natürlich. Es war völlig abgeschirmt. Und wir hatten alle regelmäßige psychologische Untersuchungen. Aber jetzt bin ich dank des Artefakts trotzdem indoktriniert. Stimmt doch, oder? Ich könnte genauso gut eine Rachni-Drohne sein, die auf die Befehle ihrer Königin wartet. Mist, reden wir mal weiter mit ihr. Sie haben sich mit den Rachni beschäftigt? Ich habe meine Dissertation über sie geschrieben. Mein Vater hielt es für Zeitverschwendung. Aber jetzt hilft uns das vielleicht dabei, Leviathan zu verstehen. Inwiefern? Wir glauben, die Rachni seien Telepathen. Aber in Wirklichkeit gibt es so etwas gar nicht. Die Königin gibt ihre Befehle auf kurze Distanz über Pheromone. Über große Entfernungen benutzt sie so etwas wie einen organischen Quantenverknüpfungskommunikator. Was Leviathan macht, muss so ähnlich funktionieren. Die Verknüpfung von Partikeln zur Stimulierung neuraler Aktivität. Okay. Er benutzt das Artefakt, um eine Verbindung herzustellen. Und dann kontrolliert er den Geist von jedem in der Nähe. Also man kann sagen, ist es eine Art Kommunikationsgerät. Monster von Loch Ness. Plesiosaurier. Monster von Loch Ness ist interessanter. Ah, okay, das habe ich das letzte Mal vergessen. Nicht existent. So, hier sind wir in der Werkstatt. Herr Commander, brauchen Sie Hilfe? Oh, James, was machst du denn hier? Was führt Sie hier runter, James? Hab gehört, Sie sind dem Reaper-Killer auf der Spur. Alles, was diesen Mistkerlen an Schrecken einjagt, ist einen genaueren Blick wert. Genau darauf hoffe ich. Okay. Aber die Reaper konnten Leviathan mit dem Artefakt irgendwie verfolgen. Meine Theorie lautet, dass das Artefakt die meiste Zeit einfach nur als Empfänger fungiert. Wir können Leviathan damit nur verfolgen, wenn er aktiv die Kontrolle über jemanden übernimmt. So wie auf dem Asteroiden. Genau. Leviathan ist nicht an Kommunikation interessiert, solange er nichts braucht. Da hat er wohl was mit meinem Vater gemeinsam. Okay. Sie sagten, Leviathans Kontrolle ähnele einem Quantenverknüpfungskommunikator. Aber die kann man nicht zurückverfolgen. Stimmt. Aber es ist ja kein natürlicher QVK. Leviathan muss einen Impuls durch das Artefakt senden, um ihren Geist zu verändern und so den quasi QVK-Effekt zu erzielen. Und der lässt sich zurückverfolgen. Richtig. Genau wie bei der Ausgrabungsstätte. Die Reaper haben das Signal zurückverfolgt, indem sie das Artefakt aktiviert haben. Mein Vater wollte zu der Ausgrabungsstätte. Aber für lange Projekte wurde er langsam zu alt. Dass er deswegen im Labor festsaß, hat er gehasst. Er hätte fast meine Abschlussfeier verpasst, weil er unterwegs war. Er kam dann doch noch in seinen Forscherklamotten. Gott, er hätte es gehasst, hier zu sterben. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber wenn man es nur nachverfolgen kann, wenn er einen die Kommunikation übernimmt quasi, heißt das, wir müssen einen von uns übernehmen lassen, um das nachzufolgen? Ich weiß nicht, ob das mir so gut gefällt. Anne, ich weiß, es ist schwer, aber wenn Sie uns noch irgendwas sagen können. Ich glaube nicht, dass es da noch etwas gibt. Aber ich kann Ihnen was zeigen. Ja? Was meinen Sie damit? Das Artefakt sendet nur ein Signal, wenn Leviathan jemanden kontrolliert. Soll er mich kontrollieren? Sie könnten das Signal zurückverfolgen. Genau, das ist das, was ich mir auch gerade gedacht habe, aber das ist zu riskant. Sie meinen, er soll sie übernehmen? Das ist zu gefährlich. Meine Entscheidung, nicht Ihre. Sie sagten doch, ich sei Ihre letzte Chance, das Ding zu finden. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wenn wir warten, erreichen die Reaper Leviathan zuerst. Nur ich habe genug Zeit mit ihm verbracht, um das durchzuziehen.
Sie suchen jemanden, der die Reaper bekämpft, Commander. Ich suche das Monster, das meinen Vater ermordet hat. Wir wissen immer noch nicht, wonach wir suchen. Dann finden wir es raus. Commander, was wir da mit Anne vorhaben, das klingt höllisch gefährlich. Ja. Notiert. Edie? Energiesignatur blockiert. Warte auf Aktivierung. Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher. Ich bleibe genau hier. Okay. Ich bin bereit. Ich halte das immer noch für keine gute Idee. Schild aus. Schild ist aus. Ich halte es für eine verdammt schlechte Idee. Schon was da? Noch nicht. Moment. Da ist etwas. Ich spüre Kälte. Edie? Noch nichts. Heilige Scheiße. Signal vorhanden. Verbindung halten. Zurück. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Dios. Verbindung halten. Hören Sie, ich habe sie gefunden und die Reaper sind direkt hinter mir. Sie haben sie gebracht. Sie sind eine Bedrohung. Genau wie Sie. Ich weiß, was Sie können. Der Krieg braucht Sie. Es gibt keinen Krieg. Es gibt nur die Ernte. Edie, haben wir genug? Teilerfassung. Verbindung zur Eingrenzung der Suche halten. Sie haben es gehört. Wir haben genug. Ich aktiviere den Schild. Tun Sie's. Ich hoffe, das langt. Mann. Anne? Anne, alles in Ordnung? Ja. Ich glaube schon. Haben wir Ergebnisse? Ja, aber die Suche wird eine Weile dauern. Koordinaten an die Normandie gesendet. Gut, besser als nichts. Commander, ich habe noch etwas gespürt. Wut. Er weiß, dass wir näher kommen. Ich glaube, er will sie töten. Eröffnen wir erstmal ihn. Gut. Vorbild, Dings und die Position scannen. Leviathan, Position scannen. Edie hat mögliche Positionen von Leviathan auf die Galaxiskarte markiert. Scannen Sie die Position und finden Sie Leviathan. Das müssen wir wahrscheinlich dann außen Dings machen, oder? Zurück zur Normandie, ja. Wahrscheinlich wäre es genauer gewesen, wenn wir abtrünnig gemacht hätten und die Verbindung länger gehalten hätten. Dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen genauer gewesen. Aber gut. Sagen wir es mal so. Das wollte ich gar nicht machen. Das wäre mir zu riskant gewesen. Wir werden es auch so finden. Ich meine, wir werden die anderen Gebiete eh abscannen, um irgendwas noch Interessantes zu finden, so Aktivposten oder sowas. Von daher ist es ja relativ egal. Gespeichert ist, dann mal wieder zurück. So, wo müssen wir denn hin? Sigurds Wiege ist er. Hier ist er nicht. Er kann nur im Psi-Tophet sein. Da haben wir da. Ja, Psi-Tophet, Lenal, Mil. Einer von den drei muss er sein. Die anderen zwei Systeme, was hier existieren, die haben wir ja schon. Schauen wir erstmal hier. Hier ist nichts. Ich habe etwas gefunden. Hier ist was. Was haben wir denn hier? Suche erfolglos. Auf den Scans der Planetenoberfläche finden sich keine Hinweise auf
Leviathans Energiesignatur. Kein Anzeichen von Leviathan bei diesen Koordinaten. Okay. Aber irgendwo muss noch was anderes sein. Ja, und zwar hier. Reaper Umgang. Und schauen wir mal, was wir hier noch finden. Und ein Kriegsaktivposten, Dextro-Rationen. Okay, hört sich eklig an, aber gut. Dann mal nichts wie weg hier. In diesem System ist nichts. Dann fliegen wir mal nach Mill. Ich hoffe, der Treibstoff langt. Für hin und zurück. Ah, hier kommen gar keine Reaper. Das heißt, es könnte sogar das richtige System sein. Was haben wir denn hier? Husk Neuralkarte, wieder ein Kriegsaktivposten. Sehr schön. Ja, hier haben wir noch was. Melissa. Mylasa. Suche erfolglos auf den Scans der Planetenoberfläche, findet sich keine Hinweise. Kein Anzeichen von Leviathan bei diesen Koordinaten. Dann sind wir hier wohl fertig. Dann bleibt eigentlich nur noch Psi-Torfett. Das, was ich eigentlich sogar zuerst gesagt habe. Krass. Aber wir sollten vielleicht erst einmal kurz auftanken gehen. Mir ist das ein bisschen so riskant. Mit so wenig Treibstoff rumzufliegen. Wo können wir denn genau... Wo war denn was, wo wir tanken können? Ich glaube, im Rift war was, oder? Nee, da war nichts. Anusbecken war aber, glaube ich, was, wo wir ja auftanken können frisch. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Nein? Doch, da war was. Perfekt. Und dann wieder zurück ins letzte System. Das hätte es eigentlich gar nicht laufen können, ganz ehrlich gesagt. So habe ich dann tatsächlich alle schon abgescannt. Das ganze System. Na ja, gut. So muss es sein. Also hier muss er jetzt sein. Ich habe etwas gefunden. Ist die Frage, ist er hier? Suche erfolgreich. Die Scans zeigen Leviathans Energiesignatur an. Diese Koordinaten passen zu unserer Spur von Leviathan. Sehr schön. Gibt es sonst noch was? Nein, hier gibt es nichts mehr zum Scannen. Gut. Dann würde ich ja Schluss machen. Und in der nächsten Folge suchen wir... Ja, Leviathan, genauer auf diesem Planeten. Weil da muss er ja irgendwo sein. Aber wie gesagt, das machen wir dann erst beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!